Operationen an der Wirbelsäule können jetzt noch exakter und auch schonender gemacht werden als bisher, heißt es aus dem orthopädischen Spital Speising. Die Ärzte verwenden dafür spezielle Schablonen, die vom 3D-Drucker hergestellt werden. Einen der ersten dieser maßgeschneiderten Eingriffe hat Karl Reiß mit der Kamera begleitet. Damit die feinen Bohrer den optimalen Weg in den Wirbelkörper finden, werden vor dem Eingriff Bohrschablonen hergestellt, mittels 3D-Drucker. Individuell angepasst an den, in unserem Fall Patienten Rudolf Wögerbauer, der stark abgenutzte gleitende Wirbelkörper hatte. Diese Schablonen und die Schrauben zum Stabilisieren der Wirbelsäule werden durch eine Software berechnet auf Zehntelmillimeter genau anhand von Computertomographie-Bildern. Erstmals können die Schrauben damit noch stabiler und zugleich weniger belastend gesetzt werden, auch für Patienten mit Osteoporose. Weil die konventionelle Methode ist, dass man die Schrauben normalerweise händisch setzt, mithilfe der Radiologie in zwei Strahlengängen. Aber mit dieser Schablonentechnik haben wir die Möglichkeit, doch sehr exakt durch die Wirbelkörper, durch auch schmale Anteile des Wirbelkörpers, die Schrauben sehr, sehr exakt zu setzen. Die Schraubenlage ist ganz anders, sodass wir viel weniger Muskeltrauma setzen. Also wir müssen einen viel kleineren Schnitt setzen. Die ersten Patienten haben gezeigt, dass sie eine hohe Patientenzufriedenheit, eben geringeres Trauma durch die Operation, geringere OP-Zeit, geringere Aufenthaltsdauer, dass das alles wirklich eingetreten ist und wir damit eben die erhoffte Verbesserung für den Patienten durchführen konnten. Herr Wögerbauer hier bei der Nachkontrolle freut sich endlich schmerzfrei. Weil das eben die Schmerzen vorher ja ganz höllische Schmerzen waren. Nicht? Das hat mich auch natürlich zu dieser Operation bewegt, weil es vorher keine anderen Mittel gegeben hat, Schmerzmittel, die wirksam waren. Der Eingriff dauert rund 1,5 Stunden. Pro Jahr sind in Speising über 100 Operationen mit der neuen Methode geplant. Für Kassenpatienten wird betont.